Ich dachte mir, ich zeige mal meine Smartphone-Historie. Startet wird mit dem Nokia 3910i. Egal was alle anderen behaupten, das war das erste Smartphone, das man ernst nehmen konnte. Wi-Fi, volle Tastatur, stabiles OS und auch Apps nannte man damals nur anders. Konnte sogar Java-Anwendungen. Akku war austauschbar. Danach kam das schönste Smartphone, das ich jemals hatte, das Dell Streak 5. Android 1.6, Touchscreen, wunderschönes Design mit Touchtasten im unteren Rand des Gehäuses. Wi-Fi, Beschleunigungssensoren, eingebaute Kamera, aber es war seiner Zeit voraus. Niemand wollte zu dieser Zeit so ein riesiges Display haben. Ja, 5 Zoll sind wirklich riesig, ihr fast mit einem Tablet am Ohr telefonierenden Zukunftsmenschen von heute. Es floppte leider. Ich hatte 4 oder 5 Stück davon. Das Display war leider sehr bruchanfällig. Nachdem mir der Dell Streak 5 Nachschub ausging, hatte ich dieses Ding hier. Günstig erstanden vom Sysop der Wintermute auf einer Beacon. Sollte auch nur eine Übergangslösung sein. Hier gibt's keine echten Features. Die Mühle ist lahm wie ein Sack Kartoffeln im Winterlager. Immerhin ist der Akku tauschbar. Yay. Dann folgte mein aktuelles, semi-aktuelles, ach ich weiß noch nicht, Smartphone. Das Moto G5S. Android 8.1, ja, Sicherheitsupdate bei Android sind so eine Sache. Ich mag halt kleine Smartphones und die Größe hier war gut genug. Kamera ist scheiße, aber das ist mir egal, ich habe genug andere, wenn ich ernsthaft etwas festhalten möchte. Kurzum, es hat alle Features, die ich brauche. Und über die 5 Jahre, wo ich es jetzt daily nutze, hat es auch einen guten Job verrichtet. Kürzlich jedoch fing das Akku an schlapp zu machen. Und da ist dann auch das zweite Manko. Akku nicht tauschbar. Mäh. Mit den aktuellen Geräten im Android-Universum wurde ich nicht warm. Also wurde ich irgendwie halb überredet gezwungen, mal das Universum zu wechseln. Also das hier stellt das aktuellste Apple-Produkt in meinem Besitz dar. Oh, Korrektur, es ist dieses hier. Oh ja, ich wechsle ins fruchtige Universum. Hauptgründe dafür sind, Sideloading kommt und es gibt jetzt USB-C. Das ist so absurd, dass es so lange gedauert hat, bis es endlich kam. Nun ja, da wurde man ja auch eher gezwungen. Aber dass man 10 Jahre braucht, damit man 2 Timer stellen kann, ist schon wirklich mega seltsam. Es wird also in dieser Staffel immer mal wieder Updates zu meiner Reise von dem einen Universum zum anderen geben. Und ich kann euch schon verraten, ich bin so richtig reisekrank geworden. Die Qualität der Hardware von Apple kann man einfach nicht mehr in Frage stellen. Das iPhone ist inzwischen so erwachsen und durchdesignt, dass man es beim ersten Ansehen sofort merkt. Es ist so edel, dass man es sofort wieder einpacken will. Das Einpacken kostet im Übrigen einfach mal das Doppelte wie bei aktuellen Android-Geräten. Okay, die haben auch keinen MagSafe. Alle meine Smartphones seit dem Dell Streak 5 waren in einer Otterbox verpackt. Hilft beim Sturz auf Kanten und beim Ablegen des Geräts nicht auf der Kamera zu liegen. Zum Thema Einpacken. Das Auspacken ist schon eine kleine Reise für sich beim iPhone. Packung ist ebenso durchdesignt wie das Telefon selbst. Aber was mich beeindruckt hat, war so wenig Kunststoff wie möglich zu verwenden. Das Siegel, Papier. Kabelfixierung, Papier. Das Display wurde mit einem Hybridmaterial transportsicher gemacht. Nicht ganz plastikfrei, aber schon ganz gut. Ich liebe die Größe vom iPhone 15 Pro. Es ist bis auf wenige Millimeter genauso groß wie mein Moto G5S. Es ist auch fast gleich schwer. Das Moto mit Hülle wiegt so viel wie das iPhone ohne Hülle. Mit Apfelschutz wiegt es etwas mehr. Dafür muss ich sagen, liegt das iPhone besser in der Hand. Die Gewichtsverteilung ist so angeordnet, dass mehr Gewicht am unteren Ende des Geräts zu spüren ist. Was das iPhone so von einem alles will nach dem Auspacken, gibt es dann in meinem nächsten Update. Und auch, ob ich es vielleicht mit meiner Hardcore-Privacy-Einstellung gebrickt habe oder nicht. Dabei weise ich darauf hin, dass dies alle meine persönlichen Meinungen, Eindrücke und Erfahrungen sind. Ein Control-Freak, der in ein Ökosystem wechselt, das per Default nicht will, dass der Nutzer zu sehr nachdenkt, kann nur eine wilde Fahrt werden. Zum Glück geht es ja nur um ein Smartphone.
What the f-